Guten Abend, Berlin. Anlässlich eines Gedenktages einer bedeutenden gesellschaftlichen Figur aus der Vergangenheit, dem Gedenktag des Schriftstellers, Malers, Fotografen, Theatermachers, Regisseurs, Bühnenbildners, Grafikers und Schauspielers. Dass der stotternde Phantast, der Bühnenanarche, das Genie, der Sprachakrobat, der Quälgeist, der Rastlose, der Teufel, der Ästhet. Einer schläf. Anlässlich dieses Gedenktages wollen wir den Alltag vergessen. Wollen und uns ein bisschen Zeit nehmen, um miteinander zu plaudern. Und zu beginnen, in politischen Dimensionen zu denken, was ansonsten, wenn wir ehrlich sind, eher selten vorkommt. Und in einem Kontext, in dem Individualismus als Wertesystem vorherrscht, kann die Abweichung von der Norm, das Individuelle, gerade darin bestehen, ein größeres Maß an Kollektivismus anzustreben. Das wirft auch die Frage auf, ob es überhaupt Sinn macht, selbstständig zu denken. Ob das nicht eine Täuschung ist, ob nicht Individualität langsam gesprochen Konformität heißt. Natürlich gibt es jene, die nicht wollen, dass wir reden. Doch auch wenn man Kulturetatskürzungen, Theaterschließungen, Verbote, Pfefferspray und Schlagstöcke anstelle eines Chors einsetzen kann, werden Worte immer ihre Macht behalten und Theater wird notfalls auch vor dem Theater gespielt, wenn es sein muss. Es wird in dieser Stadt viel über Ost und West philosophiert, aber unterscheidet sich der Westen nicht nur insofern vom Osten, als er sich größere Illusionen über die Stärke des Individuums macht. Die Frage ist, ob es ein Individuum, was erbittert verteidigt wird, überhaupt gibt. Ob entscheidet das Individuum über den Chor oder entscheidet der Chor über das Individuum? Das Problematische an der Konstruktion des Kollektivs besteht darin, dass der Mensch bis zu einem gewissen Grad allein ist mit seinem Gewissen, seinem Gedächtnis, seiner Sprache. Das kein kollektives Denken oder kollektives Reden gibt, sondern immer der Einzelne spricht, beruhen die Sprachen allesamt auf Einzelsprechakten. Der Plural wird in dem Moment unglaubwürdig, in dem ein Einzelner ihn ausspricht. Im Umkehrschluss wird der Singular unglaubwürdig, sobald eine Gruppe ihn ausspricht. Während der seine Frau mit einbeziehende Ausspruch eines Freundes: Wir haben uns sehr gefreut, bei euch zum Essen gewesen zu sein, noch recht glaubwürdig klingt, landet der Spruch: Die AOK wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten, im Papierkorb. Wir finden Zwangskollektivierung dieser Art auch in den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, wo das Volk oder Gruppen wie beispielsweise die sowjetischen Pioniere möglichst aus einem Mund sprechen sollten. Es drängen sich zwei Vermutungen auf. Erstens. Je größer das Kollektiv, desto unglaubwürdiger der Sprechakt. Zweitens, es handelt sich hierbei um ein Überbleibsel aus dem Nationalismus. Andererseits gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass Sprache vom Gesang abstammt, welcher ursprünglich zur Stärkung der Gemeinschaft diente. Auch einflussreiche Soziologen verweisen darauf, dass Gemeinschaftliches, menschliches Tun nie wirklich sinnfrei ist, sondern auf
kollektiver Ebene zu einem völlig neuen, emergenten Sinn verschmilzt. Der Homo sapiens ist immer und in gleichem Maßstab auch Homo socius. Der Mensch ist folglich ein Gemeinschaftswesen. Er strebt nach Gemeinschaft. Andere sprechen sogar von einem Niedergang des Individualismus oder einem Neotribalismus. Der Wunsch danach Teil von etwas Größerem, Einflussreicherem zu sein, wächst in gleichem Maß wie die kollektive Einsamkeit. Wenn ihr also eben nichts gehört habt, wenn ihr diese Videobotschaft nicht gesehen habt, dann schlage ich euch vor, dass ihr den 25. Februar unbemerkt vergehen lasst. Aber wenn ihr seht, was ich sehe, wenn ihr spürt, was ich spüre, wenn ihr strebt, wonach ich strebe, dann fordere ich euch auf, an meiner Seite zu stehen. Am 25. Februar zwischen 10:30 und 11 Uhr abends vor dem Eingang des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Und dann bescheren wir Ihnen einen 25. Februar, der nie und nimmer vergessen wird. Wir bilden eine Gemeinschaft auf Zeit, einen Flashmob, einen Chor, der aus einem Mund spricht und fragt: Der Einzelne oder die Gesamtheit, das Individuum und die anderen? Am 25. wird es sich entscheiden. Die Grundfrage des Theaters: Wie kommt das Wort aus der Schnauze? Also steht das da? Ja. Du bist immer falsch gefahren. Nee. Ach, sag mal, wie kann ich so... Also,